So, nachdem wir das letzte Mal eine Nebenmission gemacht haben, machen wir doch jetzt mit der Hauptmission weiter. Ich stehe jetzt gerade irgendwo. Ah, okay. Moment. Ich dachte, ich wäre in der richtigen Ecke. Ich muss auf die andere Seite. Scheint so. Das sollte aber kein Problem sein. Da huschen wir durchs Licht. Und ich frage mich doch gerade, warum mir eigentlich nichts angezeigt wird. Moment, da wird mir. Ich krieg doch sonst immer so ein Missionssymbol. Und da habe ich den Übergang zu. Genau, Kapitel 4. Ein Freund in Not. Finde Jacob auf dem Greystone-Platz. Der Greystone-Platz ist gleich rechts von uns. Das weiß ich schon. Wie gesagt, ich hatte die Hauptquest schon mal kurz angespielt. Und wir dürfen den gleich da unten angekettet sehen. Ziemlich viele panische Leute am Greystone-Platz. Von Jacob bekomme ich nichts mehr. Vergesst eure Koffer! Aber gleich bin ich am Haus von Eastwick, dem Architekten des Barons. Wenn jemand eine Hintertür in den Bergfried kennt, dann sein Erbauer. So. Jacob kann uns nichts mehr sagen. Der hat es wohl nicht geschafft. Und außerdem rennen da panische Leute rum. Wir können aber noch den Architekten selbst fragen und das werden wir dann noch tun. An der Stelle finde ich mal wieder so ein bisschen so eine leider Schwachstelle von dem Spiel, die Story und wie die einem präsentiert wird. Jacob, das ist jetzt echt nur so eine Sekunde und es wird nicht genau irgendwie gezeigt oder erklärt, was jetzt eigentlich passiert ist. Und wir sehen jetzt nur gleich, glaube ich, wenn wir da hochklettern, dass da irgendwo eine Explosion war. Gerade wenn man das jetzt nicht alles hintereinander wegspielt, sondern vielleicht kleine Pausen hat, finde ich, kommt man ein bisschen schwer in die Story rein und was da jetzt eigentlich wirklich abgeht. Finde ich etwas schade. Auf jeden Fall haben wir hier wieder Beute. Die wollen wir natürlich nicht vergessen. Ne? Ich hoffe, es ruckelt heute nicht zu sehr. Ich habe nämlich gerade ein anderes Video im Hintergrund am Rendern. Ich versuche deswegen auch die Kamerabewegung nicht zu stark zu machen. Das etwas auszugleichen. Das sowieso alles etwas ruckelt. Und dann haben wir wieder eine Explosion beim Bergfried. Ich hoffe für Berso, der Bergfried ist so robust, wie alle sagen. Wo ja auch, genau, Berso gefangen gehalten wird momentan. Den wir versuchen zu befreien. Moment, da haben wir Mohn. Okay. Na, rein da. Und da können wir uns wieder durchquetschen. Und anheben. Und jetzt macht draußen jemand in seinem Auto Musik. Das passt ja. Atmosphärisch wunderbar. Eastwicks Stadthaus. Raffinesse war nie seine Stärke. Wie es aussieht, mache heute nicht nur ich einen Hausbesuch. Ja, das ist die Anspielung auf die Soldaten, die da rumstehen. So, und wir müssen da rechts runter. Wenn wir da links lang gehen, haben wir da so ein Gewächshaus und hinter dem Gewächshaus ist ein Hund und nochmal eine Mondblume. Mehr aber allerdings auch nicht. Und ja. Wie gesagt, schon angespielt die Hauptquest. Deswegen gehen wir am besten gleich rechts dann weiter, wenn wir das hinkriegen.
Was ich nicht mehr weiß, da hinten ist nochmal so ein Gerüst, wo das eigentlich hinführt. So, die Wachen sind vorbei. Springst du mir da runter? So, und da... Da gibt's so einen Hebel, wo ich nicht weiß, wozu der eigentlich gut ist. Ich dachte beim ersten Mal, das würde da oben das Fenster öffnen, aber es ist schon offen. Ich betätige ihn trotzdem nochmal. Och nö. Au, oh, wieso seid ihr jetzt auf mich aufmerksam geworden? Spring hoch, komm! Mach, Junge. Ach, da kommt er nicht hoch. Shit, das ist so hoch für ihn. Können wir denn lang? Jetzt stehe ich hier oben. Ach, blöder Hund. Moment, ich hab doch so Erstickungszeug. Die Fresse. Ich habe vergessen, wie ich da hochkomme. Das ist jetzt richtig kacke. Ja, du genießt das. Ich nicht so wirklich. Oh. Wie war das denn? Irgendwas übersehe ich da. Er war eben noch hier. Er kann nicht weit sein. Hä? Wicks Stadthaus. Raffinesse war nie seine Stärke. Wie es aussieht, mache heute nicht nur ich einen Hausbesuch. Also, probieren wir das nochmal. So, die Wachen sind da. Komm, spring runter, Junge. Ich glaube, ich habe keinen großen Vorteil, wenn ich durchs Fenster springe. Müssen wir hier auf den Hund aufpassen. Wir haben einen Schrank. Und ich muss jetzt mal schauen, wie kam man denn da jetzt nochmal hoch? Außer, dass die jetzt... die Leiter. Ich muss die Leiter abschießen. Was die wohl in den Eintopf werfen? Was war das? Okay. So, und bevor der Hund sich richtig aufregt, schnell da hoch. Und das ist unser Eastwick Eingang. Eastwick hat sich in seinem Studierzimmer verschanzt? Ja, leider ruckelt es doch ein bisschen sehr, wenn ich das im Hintergrund laufen lasse. Deswegen wird die Folge auch ein bisschen kürzer, denke ich. Ich werde bei der nächsten Gelegenheit das ist absurd, Tilly. Dann eine Pause machen. Die Männer des Barons haben Theodore abgeführt wie einen gemeinen Dieb. Das ist sicher ein Missverständnis. Oh, sie haben ihre Befehle. Das haben sie gesagt. Befehle. Aber er kommt trotzdem nicht aus seinem Studierzimmer. Er ist schon recht lange da oben. 3 Nächte? 4? Selbst jetzt, wo wir diese Stadt verlassen, gehört sein Herz seiner Arbeit. Seine Frau ist nebensächlich. Ja, seine Frau würde ich gern beklauen, es geht aber schwer. Außer ich würde sie außer Gefecht setzen, das möchte ich mir auch nicht tun. Wieso sprecht ihr nicht mit dem Meister? Das heißt, auf ein bisschen... Bisschen Beute müssen wir wahrscheinlich verzichten. Um diesen Rüpeln zu helfen. Früher hätte ich alles gegeben, um hinter diese Tür zu sehen. Irgendwann gab ich es auf. Ein flüchtiger Kuss am Morgen. Der Opiumgeruch an seinem Rock. Ach, fuck. Vogel. Den habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Kommt heraus! Die Fresse. Ich hasse heimliche Verehrer. Hast heimliche Verehrer. Dann kann ich dich beruhigen, ich bin kein Verehrer.
jetzt bin ich erleichtert. Und dann können wir aber vielleicht hier noch das Schloss knacken. Müssen wir jetzt nur verdammt vorsichtig sein, dass wir kein Geräusch machen dabei. Ein schwieriges Schloss. Na. Da. Okay. Eine Halskette und ein edelsteinbesetztes Ei. Ich räume natürlich auf, mach wieder zu. Soll ja nicht auffallen. Jetzt müssen wir da hinten zur Tür. Ich weiß manchmal nicht, ob ich geduckt bin oder... Ich könnte natürlich mal da die Tür. Komm mal reinschauen. Badezimmer. Ich glaube, ich nehme die. Ich mache es jetzt ein bisschen anders als beim letzten Mal, aber das ist ja vielleicht auch ganz gut so. Und Sachen mitgehen lassen. Und jetzt sind wir auf dem Flur. Und wir müssten in das Büro, wo er sich verschanzt momentan. Das ist eigentlich nicht auf der Karte. Studierzimmer. Ich sehe es. Also ich weiß noch nicht, wo es ist. Garrett weiß es auch nicht. Und da vorne haben wir eine Wache. So, das ist jetzt die andere Tür zu dem Zimmer von der werten Dame des Architekten. Der Frau. Und dann gibt's bestimmt noch auf der anderen Seite irgendwas. Könnte einen Schluck vertragen. Da ist einer. Ich kriege mir den Typen gerade mal schnell, bevor der andere kommt. Okay. Ich wollte eigentlich den, ne? Halten. Nicht um die Ecke spähen. So, das ist Wache Nummer 1. Da sehe ich erstmal niemanden. Ich kann aber auch noch nicht erkennen, was für ein Zimmer das sein soll. Sieht nach Bücher aus. Ein geheimer Eingang? Regal. Jedenfalls habe ich den Meister schon oft hier reingehen sehen. Und als ich nach ihm sah, war der Raum leer. Habt ihr ihm denn nie nachspioniert? Natürlich nicht. Das steht mir nicht zu. Kommt schon, Mutter Mulberry. Ihr redet, als wärt ihr eine Adlige. Wenn ihr dann fertig seid, ich muss weiterpacken. Schon gut, schon gut. Hey, was ist hier los? Diese Vögel, die machen mich wahnsinnig. Ist da jemand? Komm raus, damit ich dich sehen kann. Okay, also die haben sich im über einen Geheimgang unterhalten. Und viel weiter, ich weiß, wo der ist. Und viel weiter war ich dann aber auch nicht bei meinem ersten Durchgang. Ich möchte die aber jetzt irgendwie ausschalten, und zwar beide, damit ich dann doch noch ein bisschen mehr Beute mitnehmen kann. Und natürlich auch in Ruhe dieses, die Geheimtür öffnen kann, die, wo er direkt davor steht, aber total blind ist dafür. Deswegen, sorry. Tut mir leid. Normalerweise mache ich das nicht. Ich finde dich. Mit Zivilisten, wenn ich es vermeiden kann. Die Schatten. Aber mit dir mache ich es gerne. So. Weiter.
Sie hatte nichts dabei. Dann haben wir da Klaas und da sollten wir nicht reinlaufen. Dann gibt's hier noch was. Da. Und der Vogel kann mich mal. Ich lasse ihn aber am Leben. So und ganz schwierig hier. Wie immer, die Bücher sind's. Einmal abtasten. Und Geheimtür entdeckt. Neue Karte. So, und dann haben wir auch das Studierzimmer direkt vor uns. An der Stelle mache ich eine Pause. Und dann geht's auch für mich beim nächsten Mal neu weiter mit dem Studierzimmer des Architekten. Wo wir wohl mit einem Aufzug hinfahren müssen. Interessant. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.